In this episode of Drift Bastards TV. Hey, ciao, man, und welcome to Drift Bastards TV. Es ist Donnerstagabend und morgen fahren wir Drift-E Runde 4 auf Hockenheim. Eigentlich hätte ich so in dem Moment eigentlich ein kleines Autoladen aufräumen packen. Aber wie so oft, man, haben wir wieder irgendeine ungeplante Scheiße am Start, man, wo gehörig gäbig am Dampf ist. Ja, und zwar ist eben gerade der Juicy im Seich, der hat Reifenplatzer auf der Autobahn gehabt. Und ich bin jetzt da, man. Der Hure Sherpa schleppt ihm seine Winterräder hin und her. Und dann müssen wir halt einen so eine richtige Bangladesch-Zigeuner Parkplatz-Repair machen. Ist cool. Ist echt cool. Am Abend vor Track Day. Ich meine, wenn auch sonst. Wenn will denn sonst der verdammte Reifen explodieren, wo der sich seit wahrscheinlich 7 Jahren auf dem Auto hat? Weiss nicht. In letzter Zeit eskaliert es einfach gäbig. Ich verbretsche den Karre, zocke heim. Aus der Juicy Weinbergen. Nachher machen wir einen gäbig übertriebenen Burnout in der Garage. Kommt die Feuerwehr. Dann haben wir dort wieder verdammtes Ghetto. Nachher, mein Daily ist noch von der Polizei stillgelegt worden. Dann haben wir uns abschleppen. Dann hat der Juicy wieder Wein müssen, so Scheiße ziehen. Jetzt hat der Juicy Reifenplatzer. So kann es echt nicht weitergehen, ohne Scheiße. So, da sind wir. Ja. Sieht kacke aus, Mann, aber zum Glück hat er meine Felgen nicht kaputt gemacht. Aber zum Glück ist nur unten Blatt. Sonst sieht der Reifen gut aus. Ja? Unten ist ein Blatt, oben ist gut. So, ist natürlich auch ganz logisch. Ich bin natürlich da, bevor der Juicy angekommen ist. Auf dem Platz der Panne und das Auto ist darum beschlossen und der Juicy hat darum Sicherheitsmutter, aber die Sicherheitsmutter ist auch im Auto drin. Jetzt kann ich also hier wieder chillen und warten, bis der Juicy kommt, man. Lovely, einfach lovely. Ich meine, wir könnten ja jetzt eigentlich auch einfach verdammtes Auto laden für Hockenheim, aber das ist ja auch lustig. So, meine Söhne, also wir sind jetzt endlich auf dem Weg auf Hockenheim und wir haben es auch fast geschafft. Es ist jetzt 11 Uhr, wir sind jetzt so in Kürze da sein. Ja, eigentlich ist es recht gut gelaufen heute, wir haben es glaube ich unter 6 Stunden geschafft. Der Sprinter hat jetzt gerade aufgegeben und alle hohen Lichter sind ausgefallen, außer das Fernlicht. Das ist gäbig beschissen, wir fahren jetzt mal raus und schauen, was der Karre für eine verdammte Hure Scheiße fabriziert. Ciao. Was? Bärenlösch. Aha. Schön Auto. Haben wir hinein können? Ich glaube nicht. Ich muss mal schauen. Aber nee, wir wollen jetzt Wie lange hat die gekriegt, Mann? Nicht mal ein halbes Jahr. Was für ein Scheiß. Ist ja mal Ultra Bangladesch Bau. Und dann nachher bauen wir wieder zurück, oder was? Nein, ich sitze gerne nicht da. Aber die Birne ist gut, oder? Ist Zeit, jetzt mal immer brennt. Muss helfen. Dort ist ein Drache. Hier oben.
Huren auseinander. Rübe. So, also nachdem dass mein Sprinter alle Beleuchtung verloren hat, wo er je hatte, haben wir schnell so eine hohe Tuning World Homo Birre aus dem BMW rausgerissen und die in den Sprinter reingehauen. Ich habe jetzt auf einer Seite so ein 2030 extrem xenonmäßiges Ultra blaue Tuning Scheißteil und auf der anderen Seite ist noch so eine richtige Hure 1950 Gaslaterne, aber darauf geschissen, man hat sich gesehen wieder etwas auf der Autobahn. Ja, wenn wir dort sind, laden wir schnell ab und gehen direkt liegen. Weil das ist schon ewig am Arsch. Oder ich auf alle Fälle. Level.